Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Liborius Kids. Was passiert eigentlich, wenn ein lieber Mensch verstirbt? Ich glaube, dass ihr Kinder euch auch schon oft mit dieser Frage beschäftigt habt. Denn ihr habt es bestimmt schon erlebt, dass in eurem Verwandten- oder Bekanntenkreis plötzlich jemand verstirbt. Und darum geht's heute in Liborius Kids. Und wir wollen uns das einmal anschauen am Beispiel von Jasper. Jasper und seiner Oma Lina. Die Geschichte geht so. Mittwochs ist Jaspers Lieblingstag, denn das ist Oma Lina-Tag. Mittwochs passt immer Oma Lina auf Jasper auf. Und Oma Lina hat ein ganz tolles Hobby, nämlich Kochen und Backen. Und sie bringt Jasper ganz viel davon bei. Jasper kann schon ganz gut Pfannkuchen backen. Und das macht Oma Lina jeden Mittwoch mit ihm und er freut sich schon darauf. Oma Lina hat ein Pfannkuchenheft. Das ist ein kleines Schulheft, in dem sie ihre Rezepte und eben auch das Rezept ihrer Pfannkuchen hineingeschrieben hat. Aber an diesem Mittwoch ist alles anders. Die Mama holt den Jasper an der Schule ab. Aber sie macht ein sehr besorgtes Gesicht. Du Jasper, sagt sie, Oma Lina geht es ganz schlecht. Sie musste ins Krankenhaus. Oh je, sagt Jasper und schaut ebenfalls ganz erschrocken. Was ist denn los? Sie hat es am Herzen. Zusammen gehen sie nach Hause. Oma Lina kann aber noch mal nach Hause kommen. Sie muss aber in ihrem Bett liegen, so wie das ja ist, wenn man krank ist. Und Jasper geht zu ihr. Oma Lina ist freundlich, wie immer. Aber sie ist sehr schwach. Und sie ist auch ganz schön blass. Sie greift neben sich in den Nachtschrank und holt heraus das blaue Schulheft. Hier, Jasper, sagt sie. Das Heft mit den vielen Backrezepten, wo auch das Rezept mit den Pfannkuchen drin ist. Das möchte ich dir schenken. Pass gut auf dieses Heft auf. Und Jasper nimmt es entgegen. Am nächsten Tag muss Oma Lina wieder ins Krankenhaus. Und alle in der Familie sind sehr besorgt. Und Jasper merkt, dass etwas mit ihr ist. Lustlos stochert er in seinem Essen herum. Was ist denn mit dir, Jasper? Fragt sein Vater. Und Jasper sagt, ich habe so Angst um Oma Lina. Wieder 2 Tage später bekommt Jasper eine ganz traurige Nachricht. Oma Lina ist gestorben, so erzählen ihm seine Eltern. Und sie fahren mit ihm ins Krankenhaus, damit er sie nochmal sehen kann. Jasper ist ganz traurig und fühlt sich plötzlich, als wäre er ganz alleine. Im Krankenhaus angekommen, gehen sie in das Zimmer, in dem Oma Lina gelegen hat. Dort liegt sie noch immer. Ganz leise gehen alle in das Zimmer hinein, auch Jasper. Auf Zehenspitzen schleicht er in das Zimmer. Er traut sich gar nicht so richtig hinein. Und
Er sieht, wie sie auf dem Bett liegt und sie ist ganz weiß und bleich im Gesicht. Oma Lina, ich hab dich doch so lieb, schluchzt Jasper ein wenig. Nun muss auf einmal ganz viel gemacht werden. Die Eltern gehen mit Jasper zum Bestatter. Das ist der Mann, der Oma Lina beerdigen wird. Bei ihm gibt es alles, was für die Beerdigung nötig ist. Vor allem eben auch die Särge. In denen wird Oma Lina beerdigt werden. Jasper guckt und läuft durch die Ausstellungsräume und er schaut sich die Särge genau an. Er möchte, dass es Oma Lina gut hat, wenn sie beerdigt wird und dass sie bequem und gut liegen kann. Und so prüft er überall, ob die Särge auch gut gepolstert sind und ob das Holz schön ist. Und an einem Abend klingelt es an der Tür und der Pastor kommt vorbei. Der Pastor wird die Beerdigung leiten. Er wird einen Gottesdienst vorher halten, denn wir wollen die Oma Lina dem lieben Gott anvertrauen und wir wollen beten für sie, dass es ihr im Himmel, wo sie jetzt ist, gut geht. Und der Pastor sagt, Jasper, komm du mal her. Was war dir denn wichtig an Oma Lina? Oh, dass sie so gut Pfannkuchen backen konnte, sagt Jasper. Und dann gibt es ein Gedicht, das sie sehr gemocht hat. Was für ein Gedicht ist das denn, fragt der Pastor. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen irgendwie das Land, beginnt Jasper. Weiter weiß er nicht mehr. Oh, sagt der Pastor, das kenne ich auch. Wollen wir das bei der Beerdigung sprechen und dabei ganz fest an Oma Lina denken? Ja, sagt Jasper, das ist eine gute Idee. Und was wünschst du der Oma Lina? Dass es ihr gut gehen möge und dass sie auf einer Wiese mit mir spielt, so wie im Frühling. Wenn die Blumen anfangen zu blühen, wenn die Sonne scheint und die Schmetterlinge in der Luft fliegen. So soll es mit Oma Lina sein. Und dann findet die Beerdigung statt. Zunächst ein Trauergottesdienst in der Kirche. Jasper darf die Kerzen anzünden. Viele Menschen sind gekommen und alle sind sehr traurig. Die meisten weinen, weil sie es schade finden, dass Oma Lina nicht mehr da ist. Der Pastor spricht und erzählt von Oma Lina, wie sie war und was besonders schön an ihr war und gut war. Und er spricht auch das Gedicht »Frühling« lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Und dann kommt der Moment, wo sie Abschied nehmen müssen von Oma Lina. Der Sarg wird in die Gruft hineingelassen. Und alle nehmen Abschied, alle gehen noch einmal hin zum Grab, denken an Oma Lina, werfen eine Blume in die Gruft hinein. Und auch Jasper macht das. Er hat eine Rose, die er Oma Lina mitgibt. Die Rose als Zeichen der Liebe. Und er hat ein blaues Band von zu Hause mitgebracht. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Auch das wirft er in die Gruft hinein. Alle waren sehr traurig bei der Beerdigung. Danach treffen sie sich bei Jaspers Familie zu Hause
und trinken Kaffee. Und Jasper und seine Mutter haben sich etwas Besonderes ausgedacht. Er backt Pfannkuchen zum Beerdigungskaffee. Und die schmecken allen ganz besonders gut. Und alle sind irgendwie froh, weil sie denken, durch die Pfannkuchen ist Oma Lina auch da. Und am Abend, als der Tag der Beerdigung zu Ende geht, sitzt Jasper noch lange auf seinem Bett und beim Schein der Lampe, da liest er und blättert er in dem Rezeptheft, das ihm Oma Lina gegeben hat. Und sein Teddybär ist auch dabei. Und Jasper erzählt seinem Teddybären, wie der Tag war und dass eigentlich jetzt alles gut ist. Er weiß, Oma Lina ist jetzt beim lieben Gott im Himmel. Und da geht es ihr gut. Und da ist es wie auf einer Frühlingswiese. Die Blumen blühen und die Sonne scheint und die Schmetterlinge fliegen. Und Oma Lina hat dort ganz bestimmt ganz viel Spaß. Ja, liebe Kinder, so ist das. Wenn ein lieber Mensch geht, wir sind traurig, dass er nicht mehr da ist. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dieser liebe Mensch, der ist jetzt im Himmel, der ist bei Gott und da geht es ihm gut. So möchte ich zum Abschluss das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte uns der liebende und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.